Ja, hallo ihr Lieben, ich heiße Nico Picard, bin 21 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Biologielaboranten, bin jetzt auch im zweiten Lehrjahr und würde euch gerne mal meinen Arbeitsplatz zeigen. Wie ihr gerade sehen könnt, befinde ich mich bei uns in unseren Azubi-Laboren. Hier können wir unser theoretisch erlangtes Wissen praktisch umsetzen und dadurch, dass es ein sehr praktischer Beruf ist, dürfen wir auch viel praktisch arbeiten, was mir auch wirklich sehr viel Spaß macht. Mit den verschiedensten Geräten, wie zum Beispiel hier, nehmen wir jetzt Mikroskop, unsere Pipetten mit den Spitzen und noch viel ganz anderer Kram, den ihr vielleicht, wenn ihr eine Ausbildung macht, kennenlernen werdet. Also wir haben auch unsere eigenen Büros während der Ausbildung. Wir sind aufgeteilt in ein Vierer- und ein Sechser-Büro. Wir sind jedes Jahr 10 Auszubildende. Jeder hat seinen eigenen Computer, einen großen Schreibtisch. Und jetzt will ich euch mal meine Mitauszubildende zeigen. Hallo! Hallo! Ja, hier verbringen wir dann auch viel Zeit in unserer Ausbildung, lernen zusammen, haben Spaß zusammen und manchmal gehen wir uns auch auf die Nerven. Also hier jetzt im Labor haben wir einen Clinimax Prodigy stehen, wie ihr hier schön sehen könnt. Mit dem bereiten wir Zellen auf, für zum Beispiel zelltherapeutische Anwendungen. Und man kann damit auch super steril arbeiten, Blut verwenden und auch ganz viele andere Sachen machen. Alles automatisiert. Hier in diesem Labor haben wir auch ein weiteres unserer Geräte stehen. Das ist das grüne bunte hier. Das ist unser Max Quant. Und mit dem hier machen wir auch Zellanalysen und können dann wirklich verschiedenste Zelltypen untersuchen, analysieren und sagen, welche vorkommen, welche nicht vorkommen, wie viele kommen vor. Und das ist auch immer eine ganz spannende Sache. Also ich finde es am spannendsten, im Labor zu stehen und eine Fragestellung hinterher zu gehen und zu schauen, wie kann ich die beantworten, wie kann ich danach gehen und kann ich den Versuch damit auch wiederholen, bestätige ich das damit und was sagt mir der Versuch oder das Ergebnis. Also was wirklich nervig ist, ist immer den Autoklaviermüll wegzubringen, weil der Müll muss jede Woche weggebracht werden, autoklaviert werden, das heißt sterilisiert, dass keine Mikroorganismen überleben und wenn man einen Versuch hat, muss man manchmal auch sehr geduldig sein, weil er über mehrere Stunden geht. Und wenn man eine Kleinigkeit vergisst, solche eine Substanz hinzuzufügen, dann kann das Ergebnis gerne mal falsch sein, was man dann noch wiederholt. Also das Allerwichtigste ist eigentlich, eine Begeisterung für die Biologie zu haben, dass man sich wirklich freut, was zu lernen, was zu machen. Man sollte auf jeden Fall auch geduldig sein. Es wird nicht immer alles auf Anhieb klappen. Manche dauert, was dauert länger. Man möchte auch, muss auch möglichst präzise arbeiten, also auch wirklich kleinlich sein. Und man sollte auf jeden Fall gute Noten Bio mitbringen. Chemie wäre nicht schlecht. In meiner Schullaufbahn habe ich mir überlegt, so möchtest du wirklich jetzt nochmal studieren gehen, wirklich den ganzen Tag theoretische Grundlagen lernen, kein Geld verdienen. Und habe mich dann alternativ informiert zum Studium, was kann man praktisch machen, was gibt es für Ausbildungsberufe. Habe dann geguckt, ich möchte im naturwissenschaftlichen Bereich arbeiten. Und dann ist mir der Biologielaborant nahegekommen, habe das dann mit mir verglichen, auch die Arbeitsfelder und habe gedacht, wow, das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte. Ich möchte mein Wissen, was ich erlange, praktisch umsetzen und im Labor stehen. Also schon anders zur Schule. Am Anfang war es wirklich schon anstrengend, dass man wirklich müde nach Hause gekommen ist, aber positiv geschafft. Und meistens bin ich noch zu Hause geblieben am Anfang und habe dann nochmal die Sachen wiederholt, gelernt und muss mich an das Arbeiten langsam gewöhnen. Ich war am Anfang leider ziemlich langsam. Hat sich jetzt zum Glück gegeben. Und es wird mit der Zeit auch relativ schnell viel einfacher und ich freue mich eigentlich jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit komme. Ja. Also die Arbeit ist jeden Tag ein bisschen verschieden, aber ich komme jeden Morgen zur Arbeit, hole mir erstmal einen Kaffee, setze mich an meinen Computer, gucke meine E-Mails rein und überlege, was habe ich für heute geplant? Schaue vielleicht nochmal in meine Protokolle rein, was für ein Experiment geplant ist, wie ich es durchzuführen habe. Versuche zeitlich zu planen. Gehe dann ins Labor meistens bis zum Mittag. Habe dann mein Mittagessen. Stehe dann nochmal nachmittags ein bisschen im Labor und begebe mich meistens danach an den Arbeitsplatz zurück und beginne dann auch meine Auswertung und Darstellung meiner Ergebnisse. Ja, also das ist dual die Ausbildung. Man geht zweimal die Woche in die Berufsschule. Im zweiten und dritten Lehrjahr wird das auf einen Tag reduziert. Wir sind jetzt eine Klassengröße von 24 Leuten, also relativ angenehm.
Mir sind jetzt in der Schule begegnet die Fächer Physik, die Grundlagen, Chemie, anorganisch wie organische Chemie. Dann auch tolle Fächer wie die Blutlehre, Hämatologie und Anatomie, auch Versuchstierkunde, weil in der Ausbildung kommen auch mal Tieren in Kontakt und man hat dann seine 8 Stunden, ein bis zweimal die Woche und manchmal gibt es Hausaufgaben, manchmal nicht, aber es ist immer was zu tun. Also in den ersten Wochen wurden wir erstmal Frau vorbereitet, was so die Grundlagen im Labor sind, die grundlegenden Tätigkeiten, was man machen kann, wie pipettieren. Und unsere Ausbilder haben uns immer möglichst den Freiraum gelassen, dass wir es selber machen können. Aber haben uns auch immer die Schulter geschaut und haben gesagt, hier guck mal, da und hier, da können wir was verbessern. Und nach dieser ersten 3 Monate Eingewöhnungsphase kommt man dann auch in eine Station hier in der Firma. Das sind dann verschiedene Arbeitsbereiche, wo man dann eine Zeit lang arbeitet. Und da bin ich schon am ersten Lehrjahr, wurde ich schon sehr selbstständig, konnte ich arbeiten und mir wurde schon Sachen zugetraut, obwohl ich erstes Lehrjahr war, was ich faszinierend fand. Also wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich weiter, aber auch fortzubilden. Man könnte jetzt zum Beispiel anschließend einen Techniker machen, um auch weiter praktisch arbeiten zu können. Man könnte anschließend ein Studium machen in Bereichen Biologie, Mikrobiologie mit Mikroorganismen, Medizin, aber auch Biochemie oder Molekularbiologie. Also wirklich sehr weit gefächert und man hat einfach, wenn man einmal die Ausbildung gelernt hat, kann man eigentlich nicht mehr arbeitslos werden. Dieser Job kann nicht wegrationalisiert werden und man hat eigentlich gute Zukunftsperspektiven. Also was ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, nehmt eure Zukunft selbst in die Hand, informiert euch, was ihr machen möchtet, was ihr werden wollt, euch stehen alle Möglichkeiten offen und eine Ausbildung ist eine tolle Sache. Es wird zwar häufig schlecht angesehen, aber überlegt mal, ich mache jetzt eine Ausbildung in einem biotechnologischen Unternehmen, ich kann wirklich viel arbeiten, ich lerne viel. Ich kann auf meine Ausbildung aufbauen. Ich werde auch schon während der Ausbildung bezahlt und habe einfach super berufliche Perspektiven und habe nicht den Druck, ich muss das Studium jetzt schaffen in der Zeit, sondern ich kann einfach weiterhin arbeiten, neben dem Beruf auch noch lernen, wenn ich das möchte. Und ja, informiert euch, macht euch Gedanken und vergesst nicht, ihr könnt immer noch alles werden, was ihr wollt, selbst wenn ihr 30, 40, 50 seid. Nach dem Azubi, jetzt den Ausbildungsverantwortlichen, meine erste Frage auch hier. Was muss man eigentlich mitbringen, um in dem Beruf später glücklich zu sein? Einmal so an Interessen, aber auch an persönlichen Kompetenzen. Ganz wichtig ist natürlich das Interesse an den Naturwissenschaften und da nicht nur unbedingt die Biologie, sondern auch die Parallelwissenschaften, Chemie, Physik. Da gibt es aber auch dann einen guten Einblick. Aber die Grundlagen, also man sollte sich schon dafür interessieren und die Grundlagen halt kennen. Und was man so persönlich mitbringen sollte, auf jeden Fall Teamfähigkeit, Frustrationstoleranz, weil nicht immer alles funktioniert auf Anhieb. Und ja, das sind so die wichtigsten Fähigkeiten. Schaut man bei der Bewerbung dann auch dann auf den Schulabschluss? Gibt es da so einen Mindestschulabschluss, auf den man Wert legt, oder ist das kommt auf den Jugendlichen an sich an? Sowohl als auch. Also wir achten sowohl auf die Persönlichkeit des Bewerbers als auch auf die Noten natürlich. Die Noten sieht man ja so als erstes und da ist es halt wichtig, einen guten Schulabschluss zu haben. Da reicht auch eine Fachoberschulreife, wo man dann halt sieht, okay, in den naturwissenschaftlichen Fächern liegt der Schwerpunkt und auch das Interesse. Ansonsten halt auch gerne Abitur mit guten naturwissenschaftlichen Noten. Mathe und Bio wären natürlich relativ wichtig. Muss nicht unbedingt Leistungskurs sein, aber schadet auch nicht. Vielleicht kann man noch mal so ein bisschen die einzelnen Arbeitsfelder skizzieren, so als Fachmann. Ja, das ist sehr vielfältig. Da gibt es die Zellbiologie, Molekularbiologie, Hämatologie, also die Sachen, alles, was mit Blut zu tun hat. Und natürlich auch die Versuchstierkunde, die ist Pflichtbereich in der Ausbildung. Da muss man sich natürlich auch vorher im Klaren darüber sein, dass man halt auch mit Versuchstieren zu tun hat. Was macht denn der Biologielaborant denn für Tätigkeiten? Wie sieht denn der Arbeitsalltag aus? Ja, der Arbeitsalltag ist zumindest hier bei uns immer so ein bisschen zweigeteilt. Der eine Teil findet halt dann natürlich praktisch im Labor statt, der andere Teil beschäftigt sich dann im Büro mit der Auswertung der ganzen Versuche. Da kommt es halt immer darauf an, an was man arbeitet, an welchen Projekten halt viel Zellkultur, viel mit Zellen, viel Analyse von Zellen. Da
liegen die Schwerpunkte halt immer ganz anders, aber grundsätzlich kann man sagen, so um die 50-50 ist es dann Büro und Labor. Und als Ausbildungsverantwortlicher kriegt man auch mit, was die Jugendlichen am liebsten machen. Die machen aber lieber Versuche als Auswertung, vermutlich, oder? Sehr wahrscheinlich. Dann, immer wenn das dann heißt, ja, wir schreiben dann ins Protokoll. Das, was man aber auch machen muss, halt, ne? Man Das muss hast du da auf gesagt. jeden Fall auch das Protokoll dazu schreiben. Ja. Es muss alles ordentlich dokumentiert werden. Also da muss man halt auch nicht vor zurückschrecken. Es muss halt alles ordentlich aufgeschrieben werden, wenn es halt Ja. wirklich dann irgendwann an Patienten geht oder so. Es muss halt alles nahtlos dokumentiert sein. Aber das hält sich so die Waage oder macht man mehr das Praktische oder schreibt man mehr oder Es kann man hält sich die das Waage. entweder? Und wenn man sich dann auch für die Ausbildung entscheidet, dann kriegt man so einen klassischen Kittel. Man muss also sehr sorgfältig arbeiten, wahrscheinlich die ganzen Hygienemaßnahmen beachten im Betrieb. Schreckt das irgendwen ab? Kommt da einer nicht mit klar? Oder spielt sich alles ein wahrscheinlich? Nee, eigentlich hatten wir da noch nie Schwierigkeiten mit. Man wird ja komplett ausgestattet, Kittel, Schutzbrille, alles ist da, was man braucht. Und im Prinzip ist es für die meisten Auszubildenden eher so ein, ja, so eine Art, okay, jetzt ist es offiziell, jetzt geht's richtig los. Praktisch wie eine Uniform oder eine Auszeichnung, Genau, dann, wenn es dann genau. losgeht. Ja, schön. Wenn man sich jetzt bewerben möchte, wie viel Konkurrenz hat man denn? Da ist der Beruf bekannt, kommen viele Bewerbungen rein, muss man lange suchen, bis man den richtigen Auszubildenden gefunden hat. Tatsächlich kommen relativ viele Bewerbungen rein, also der Beruf wird immer bekannter, aber man hat trotzdem sehr gute Chancen, wenn man sich bewirbt. Nein, man sollte sich auf jeden Fall nicht davor scheuen, sich zu bewerben, auch wenn man vielleicht gehört hat, okay, es bewerben sich relativ viele, aber die Chance ist definitiv da, dass man einen Platz bekommt. Wie sieht es denn aus, wenn man mit der Ausbildung fertig ist? Welche Karriereperspektiven gibt es da oder ist man da für immer halt fertiger Geselle, sagt man ja Nein, man immer? ist Also nicht unbedingt dann immer nur ja. Biologielaborant. Man kann noch ganz viel nebenberuflich machen. Man kann aber auch dann an die Uni gehen und studieren, je nachdem, wo so die Interessen liegen. Man sollte sich dann nur bewusst sein, je höher man die Karriereleiter steigen möchte, desto weniger Zeit verbringt man praktisch im Labor. Ja. Und wenn man jetzt Auszubildender ist hier im Betrieb, wie genau muss man den Jugendlichen über die Schulter schauen? Und ab wann werden die so ein bisschen laufen gelassen? Wann haben die selbstständige Tätigkeiten? Kommt wahrscheinlich ein bisschen auf den Azubi an, aber. Das ist sehr individuell. Also am Anfang natürlich noch sehr viel mit drüber gucken, gerade weil ja auch ganz viele Sachen unbekannt sind, weil da noch nie einer mitgearbeitet hat. Und dann so, tatsächlich lassen wir unsere Azubis relativ früh schon sehr viel selbstständig machen, damit sie es halt auch einfach lernen, weil wenn sie das nicht selbstständig machen, dann ist der Lerneffekt nicht gegeben, sodass wir halt also nach ein paar Wochen schon einzelne Schritte auch alleine durchführen lassen. Das Wichtigste wird dann natürlich immer noch begleitet. Auch in den späteren Lehrjahren, aber je höher das Lehrjahr, desto selbstständiger dürfen die Azubis arbeiten. Wenn ich jetzt direkt konkretes Interesse daran habe, kann ich mich in irgendeiner Art und Weise dann vorbereiten? Muss ich mir zu Weihnachten nochmal ein Mikroskop wie früher als Kind wünschen? Kann man sich irgendwie da so ein bisschen reinfinden? Oder wie wichtig ist eine praktische Erfahrung, Praktikum zu machen? Ist das empfehlenswert in dem Bereich? Ist empfehlenswert, aber ist tatsächlich in dem Bereich sehr schwierig, einen Praktikumsplatz zu kriegen. Deswegen ist es absolut keine Voraussetzung, da schon mal irgendwas Praktisches gemacht zu haben. Heißt, wenn man Interesse einfach hat an Naturwissenschaften, die Noten gar nicht mal so schlecht sind, sorgfältig arbeiten kann, geduldig ist vielleicht so ein bisschen Genau, genau. auch, dann sollte man sich einfach mal auf jeden Fall den Beruf mal anschauen und je Ja, nachdem dann auch auf bewerben. jeden Fall, gerne. Ja. Um eine Ausbildung zur Biologielaborantin oder Biologielaborant zu machen, benötigst du in der Regel das Fachabi oder das volle Abitur. Wichtig wären gute Noten in den Fächern Biochemie, aber auch in Physik und Mathe. Weiterhin solltest du sehr sorgfältig arbeiten können und Verantwortungsbewusstsein haben, wenn zum Beispiel Präparate hergestellt werden oder bei Versuchsreihen. Auch Aufmerksamkeit und Geschicklichkeit ist sehr wichtig. Ähnliche Berufe könnten zum Beispiel die Chemielaborantin sein oder aber auch die biologisch-technische Assistentin oder chemisch-technische Assistentin. Weitere Informationen bekommst du in der Berufsberatung in Bergisch Gladbach oder auf den Seiten planet-beruf.de bzw. im Berufenet.